Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to... Echt? Die, den habe ich noch nicht durchsucht? Krass. Schau an. Wer hätte das gedacht? Ich meine, der stand doch noch direkt vor der Tür. Bitte? Ich habe auch keine Pfeile mehr? Ja, das war jetzt leichte Verschwendung, ich weiß. Aber was willst du machen? Recipes, Cloth Fragment, Craft, Eat. Das kann weg. Das scrappen wir. Die Snowberries brauche ich nicht. Ich wollte sagen, ich habe doch irgendwo ein Messer dabei gehabt, oder? So, aber das Fleisch nehmen wir gerne mit. Scale in Tailoring ist noch Level 2. Echt? Das Ding muss auf jeden Fall weg, sonst gibt es Ärger her. Das wäre nicht lustig. Achso, okay. Das Grappen ist gestoppt worden. Da kann ich mit leben. Hoch, rein und hier mal direkt Clay rein. 1000. Und da auch mal direkt 1000 Clay rein. Und da kommen auch mal direkt 1000 Clay rein. Ja. Können wir auch anzünden. Machen wir alles an. Ich glaube, das verträgt auch nochmal hier ein paar hundert Holz. Fertig ist. Das Ding ist durch. Dann können wir hier mal ein bisschen Glas rausziehen. Glas, Jar. 70. Erstmal. Moment, ich brauche für Snowberry Juice brauche ich Water. Wie viel? 13? Was ist das für eine komische Zahl? Ach, der ist immer noch am Herstellen. Na gut, okay, dann können wir die dann erstmal da reinpacken hier. So. Okay, 1000 gleich hätte ich auch noch gehabt. So ist es dann auch nicht. Und... was trage ich denn da? Puncture. Die gefallen mir besser. Die können wir vielleicht beim Händler verticken. Oder auch nicht. Oder reparieren oder scrappen oder beides oder wie auch immer. So. Dann haben wir hier noch die Bullet Tips. Die können weg. Das können weg. Und dann würde ich ganz gerne mal unten anfangen. Ich würde vielleicht noch ein paar Fackeln ganz gerne mal herstellen. Echt, den hast du gerufen? Den einen nur? Okay. Das ist ja auch nicht so unbedingt die Bedrohung, ne? Ich glaube, das war ein zweiter. Ach, ihr beiden. Okay. Und tschüss. Oh ja, der hat das mitgebracht. Das ist gut. Ich habe so viele Knochen, ich muss die nicht mit dem Messer ausnehmen. Ich kann das doch so machen. Ups. Oh, einmal Shotgun-Munition. Sehr schön. Okay, dann wäre der jetzt auch wieder in Ordnung. Und unsere 70 Gläser sind fertig. Da können wir uns gleich Wasser holen. Okay, da, die sind noch am Arbeiten. Das kommt da rein. Ich kann damit werfen, mit diesem Wortenflash. Das ist schon, wird schon langsam albern, dass ich das immer noch mit mir rumschleppe.
Was wir aber bräuchten, wären mal Tello. Und zwar ruhig mal 30. Ja, das reicht ja locker. Ach komm, dann können wir nochmal 30 machen, oder? Machen wir das so. Dann haben wir einfach mal eine richtige Menge Tello hier. So ist ja albern, ich kann damit ja wirklich werfen. Das macht ja sonst keinen Sinn. Dann müssen wir gucken, dass wir uns jetzt demnächst mal was Schönes kochen hier. Erstmal so, Klofffragment brauchen wir. Ich könnte mir eigentlich noch daraus, die Spikes mache ich glaube ich dann über Nacht vielleicht. Ich könnte mir jetzt mal das Stahl mitnehmen schon mal. Den Stahl. Habe ich das Stahl gesagt? Und man achtet gar nicht auf meine Wortwahl. So, sortieren wir das mal. Da könnten wir eigentlich mal eben nach unten gehen. Und mal anfangen, die Campfire abzubauen. Die Sonne weg. Die müssen hier weg. Die liegen hier nicht gut. Nee, war auch kein Holz drin. Und dann können wir hier mal anfangen, jetzt. Na? Okay. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht die falschen Sachen aufwerte. Aber die möchte ich ganz gerne in Stahl haben. Ja, und an denen an der Ecke komme ich natürlich wieder nicht ran. Gut, dass das nur ein Schlag ist. Das sind aber auch mal 10 Stahl, die mal hier abgezogen werden. Also, so 400 Stahl kommen hier mal ganz schnell zusammen. Wenigstens erstmal die hier. Und die muss ich mir dann auch keine Sorgen mehr machen. Und dann kann man mal gucken, ob man das bei den Säulen hier auch macht. Aber da geht richtig viel Material mal drauf. Ich bräuchte Scrap Iron, ne? Sehe ich das richtig? Dann müsste ich hier aber noch welches hier haben. Was macht das? Okay. Dann kriegen wir die Runde da unten noch fertig. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn stehen geblieben hier? Wo denn? Mann, jetzt will ich ja verlaufen hier. Okay, passt. Und dann. Okay. Dann muss ich mir da auch keine Sorgen drum machen. Wobei viel Schaden haben die Zombies davon ja meistens nicht bekommen, weil da Leichen drauf lagen und alles. Die Säulen wären eigentlich mal wichtiger, dass ich die aufwerte. Oh. So, wie viel Stahl haben wir denn jetzt noch? Ich würde sagen, ah ja, doch, sind auch immer nur 10 pro Säule. So. Gut. Wenigstens so ein bisschen. Und dann brauchen wir mehr Stahl. Ne? Haben wir da oben noch? Ja. An Metall mangelt es mir jetzt nicht, muss ich sagen. Stil, Forge Stil. Dann stellen wir uns doch nochmal 300 her. Craft. Da werden wir die Nacht durchheizen müssen hier, ne? Mit einer Schmiede kommen wir da schon fast gar nicht hin. Glass Jar können wir uns auch nochmal 100 machen. Na, ja. Auch das Richtige. Ja, und hier soll ja erstmal nur Clay rein. Aber wir können uns Bullet Casings mal herstellen. 830 Stück. Nee, die stoppe ich. Mal gucken, was höre ich mir vielleicht immer nachts an oder so, wenn ich mal Zeit habe. Hier bin ich schon angefangen herzustellen. Da möchte ich aber auch die ganze Zeit über bei sein, offen gestanden. Das wäre mir ganz lieb, wenn das ginge.
Der ist fertig. Dann können wir uns jetzt Fackeln machen. Torch, 60 Stück. Für draußen, da machen wir mal großflächig. Aber auch da muss ich aufpassen mit dem Minibike, weil es darf halt auch nicht in die Hose gehen dann. Da will ich nicht dran hängen bleiben an so einer Fackel. Das könnte nämlich sehr schnell passieren. Ach, ich brauche da Blaubeeren für? Für das Schnee... Echt? Da brauche ich Blaubeeren für? Oh Mann. Kann ich für einen Blaubeerkuchen was? Also dafür natürlich auch. Aber ich hatte da eigentlich mehr Blaubeerkuchen jetzt. Auf der Pfanne. Okay. Stew. Meat Stew. Potato. Okay, Bottled Water. Dann können wir uns da schon mal 5 Stew machen. Und Bottled Water. Und ein bisschen Fleisch. Stew. Ist doch schon wieder eine Schreierin. Ach, geht mir doch nicht auf den Sack. Da rennt mir schon wieder irgendwas in die Spikes. Wie beschissen kann man denn treffen, Mensch? Komm her. Okay. Mann, oh Mann. Wie ist hier? Oh, 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 oh. Junge. Wo kam der denn? Ist das der eine? Ist der nochmal wieder aufgestanden oder war das noch ein zweiter? Der kann aus nix. Aus nichts. Aus dem Nix. Aus dem Nix. Ja, ja, alles klar. Dialekt ist ja schon eine schöne Sache, ne? Aber nicht so. So geht auch nicht. Das ist definitiv too much gewesen. So. Sag mal. Tja, 4 Stück. Gut, dann. Wo liegt sie hier? Da. Aber es ist ja gut zu wissen, dass ich von oben runterspringen kann. Naja, mein gut, Campfire, es läuft alles, ne? Auf Hochtouren hier. Was will man erwarten? Hm. Die nächste muss ich mal reinlaufen lassen. Das geht nicht anders. Entschuldigung. So. Also, das nochmal rein, das nochmal rein, das Watching Flash, vielleicht brauchen wir das ja irgendwann mal auf. Ich glaube es nicht, dass wir das in diesem Let's Play noch jemals sehen werden. Die packe ich da mal rein. Wir haben den Tee, brauche ich gerade nicht. Ja, ich würde sagen, dann können wir uns noch mal ein bisschen Boiled Meat machen. Nee, Charred, das Grilled Meat, Matt. So, machen wir uns doch noch mal 10 Stück von. Und dann kann das Fleisch da auch mal eben wieder rein. Mensch, Blaubeeren. Das ist ja gut. Dass ich da jetzt so ein Blaubeerenproblem kriegen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Also jedenfalls nicht aus diesem Grund. Ich mache mal die Tür hier zu. Und... ich könnte das Minibike eigentlich mal reparieren unten schon mal. Das könnte man schon mal machen. Da steht er da vorne. So. Sekunde, da will ich aber wissen, wie viel ich davon verbrauche. Einfach nur, weil ich es wissen will. Hä? Ach, hat die schon repariert? Hm, okay. Sag mal! Refuel. So. Was natürlich geil wäre, wenn ich das mit der Horde mache und. Also, ich weiß ja noch nicht, wie die Abstimmung gelaufen ist, ne? Wie ich das mit der Horde mache, wenn ich das mit der Horde mache und habe keinen Sprit mehr und stehe dann irgendwo doof rum. Das wäre echt uncool irgendwie. Das wäre mal echt irgendwie uncool. Hm.
Ich glaube, leere Gläser brauche ich nirgendwo. Wir besorgen uns jetzt noch mal eben kurz Wasser. Guck mal, die stacken ja so wunderbar. Da laufen wir noch mal eben rüber. Boah, das war aber knapp. So, noch einen kurzen Spaziergang machen. Ich wollte gerade sagen, ja, jawohl, aufgenommen, ne? Ach, was, echt? Auch noch mal so einer. Sag mal, was ist denn los mit euch? Du brichst mir nicht die Beine. Aber garantiert brichst du mir nicht die Beine. Ihr habt das ja schon kommen sehen, ne? Dass der mir da nochmal reinhaut. Hm. Ja gut, dann müssen wir jetzt uns mal echt um unsere Blaubeerenzucht kümmern, ne? Was ist denn das da? Achso, den habe ich ja auch gelootet. Okay. Boah, der ist es ja. Ach, lassen wir den Hirsch doch einfach Hirsch sein. Oh, wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Ich glaube, es hakt hier. Steht jetzt irgendwann von euch noch auf? Ach komm. Errungenschaft freigeschaltet, Warrior. Okay, mal gucken. Ab wann es die gibt, wahrscheinlich ab so und so viel 1000 getöteten oder 100 getöteten Zombies oder sowas. Die müssen wir eigentlich gleich in die Statistiken ja sehen können, wie viele da jetzt haben. Ich denke immer, da wird sich was finden. So, das war jetzt wohl auch die letzte Wanderhorde vor der Feralhorde. Weil dürfte ja keiner mehr kommen jetzt. Jedenfalls nicht, wenn sie sich an die Spielregeln halten. Übrigens, was die Konsolenversion angeht, hat mir Carlos Mafioso, geiler Name, geschrieben, also auf der PS4 gibt es die Alpha 15 noch gar nicht. Das finde ich krass. Und er sagte, es würde ihn jetzt auch nicht wundern, wenn die Alpha 16 für den PC rauskommt, bevor die Alpha 15 für die Konsole überhaupt da ist. Also das finde ich wirklich mal krass, muss ich sagen. Bin ich immer noch am Fackeln herstellen? Konnte ich mir nicht 30 Stück machen? Nee, war das so. So, die Nacht über muss ich auf jeden Fall mal einiges craften. So, Fackeln aufstellen. Machen wir doch mal. Im weiteren Umkreis. Stellen wir mal da eine hin. Also wegen dieser Minibike-Aktion halt im weiteren Umkreis, ne? Da. Auch sieht ja bestimmt auch schön aus, wenn dann hier überall Licht ist. Im Dunkeln. Sieht das bestimmt gut aus. Denke ich mir. Ein bisschen näher ran ans Haus wäre natürlich auch ganz cool, ja. Aber. Irgendwas ist das schon wieder am Haus. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist das schon wieder am Haus. Vielleicht eine von diesen Kreischerinnen, die da gerade in die Spikes gelaufen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass es eine war. Das gucken wir gleich mal. Was denn? Mann. Können wir die Fackel kaputt machen hier. So, auf die Art und Weise brauche ich natürlich sehr viele Fackeln. Wenn ich die in so einem riesen Abstand aufstelle. Aber. Echt? Das waren schon 23 Fackeln. Das ging ja schnell. Na? Tja, können wir nicht genau sagen, was es war. Aber, ja, hat immerhin zwei Spikes beschädigt. Ne?
Aber es hat nicht geschrien. Entweder war das ein einsamer Nachzügler oder es war eine Kreischerin. Ein Torch braucht ein Tallow. Tallow hier hergestellt? Animal Fett? Wo hab ich denn das Tallow hingepackt jetzt? Ich meine, gut, ich mache mir auch gerne nochmal Neues, aber... Bin ich der Einzige, der es gerade komisch findet? Also ich habe nicht darauf geachtet. Ich habe mir noch aber 60 Tallow hergestellt. Das ist ja merkwürdig. So, was sagt denn die Statistik zu Zombie-Kills? Okay, 500. Mhm, gut. Bei 500 Zombies habe ich, die Fackeln hier reingeschmissen. Die Hälfte. Die ich... Ich müsste dann doch wenigstens noch fertiges Tallow übrig haben. Wenn der Stoff nicht gereicht hat. Verstehe ich nicht. Ein Claw-Fragment, ein Tallow, ein Wood. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Das ist mir ein Rätsel. Naja, bitte mal sein. So, okay. Dann, oh, 22 Minuten geht ja. Dann werde ich mich aber gleich mal hier in die Nacht verabschieden. Du kommst da rein, das Moody Bird kommt da oben nochmal rein. Und ansonsten würde ich sagen, läuft das doch hier eigentlich alles ganz gut. Ich verstehe es nicht. Torch. So, dann müssen wir die anderen Fackeln morgen setzen. Wir sollten jetzt erstmal was essen. Und dafür nehmen wir das Du. Weil mir das am meisten Wellness bringt. Ja, heilen lassen brauche ich mich nicht. Hm. So richtig Wellness hat es mir jetzt auch noch nicht richtig gebracht. Ja doch, jetzt bin ich, ja, um 2 bin ich gestiegen. Immerhin etwas. Freut mich auch. So, du kommst da rein, du kommst da rein. Richtig Wasser haben wir hier noch. Murky Water. Das sortiere ich mal eben um. Den Grain Alkohol und... Dann werde ich hier mal jetzt meine Magnum-Munition machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr dann dabei seid und bis dann. Tschüss.